Wo willst du hin? Wohin wohl? Nach Jim suchen. Er kann nicht einfach verschwunden sein. Aber er ist einfach verschwunden. Jim! James Byrne Watson! Hörst du mich? Jimmy! Hilfe! Andy! Mom! Oh mein Gott! Ich kann ihn hören. Jim! Antworte! Ja, aber wo ist er denn? Ich sehe ihn nirgends. Helf mir, um Himmels Willen! So helf mir doch! Verdammt, wo steckst du? Nicht näher, Gwyneth. Wir müssen etwas unternehmen. Oh, bitte! Bitte helf mir! Ich komme! Nicht, bleib hier. Willst du, dass es dir genauso ergeht wie ihm, Gwyneth? Dass mir niemand hilft? Gewiss nicht. Hör auf, an dich selbst zu denken, Barr, und hilf mir! Ein Seil! Barr, hinten im Wagen liegt ein Seil. Ja, natürlich. Ich habe immer eins dabei. Warum? Her damit. Ich binde es um die Hüfte und du hältst das andere Ende. Binde es am Wagen fest. Bist du sicher, dass du, was immer du auch tun willst? Nein. Also, was ist jetzt mit dem Seil? Hier hast du es. Warte, ich helfe dir beim Festbinden. Nein, Barr, binde es bitte am Wagen fest. Einen Knoten werde ich schon auch selbst zustande bringen. Oh mein Gott, Hilfe! Ich kann mich nicht mehr lange halten! Los jetzt, festhalten! Ich komme! Gwyneth! Keine Diskussionen mehr! Halt aus, James! Ich bitte dich, sei vorsichtig. Jim, antworte mir! Kannst du mich sehen? Wo bin ich? Du bist direkt vor mir. Keine fünf Schritte. Siehst du ihn, Gwyneth? Nein, aber er muss hier ganz in der Nähe sein. Was ist das? Alles in Ordnung? Andy. Gott sei Dank, da bist du ja. Das ist ja allerhand. Ein Loch mitten in der Straße und so... so tief. Hilf mir hoch, Gwyneth. Hilf mir. Ich kann mich nicht mehr länger festhalten. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Was ist das? Wo führt es dahin? Nimm meine Hand, bitte. Deine Hand? Ich kann mich nicht mehr... Gwyneth! Zum Teufel, ich hol dich jetzt da raus! Nein! 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 Los doch, Pocahontas, zurück! Nicht! Nein! 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 Nein, ich will nicht! Lass mich! Oh, verzeihen Sie. Sie hatten gebeten, informiert zu werden, wenn wir uns Quincy, Illinois nähern. Das, ja, das ist richtig. Nun, wir nähern uns Quincy, Illinois. Ankunft in circa 10 Minuten. Danke. Kennen Sie sich in der Stadt aus? Bedauere, Sir. Ich fahre immer nur dort vorüber. Verstehe. In 10 Minuten, sagten Sie? Ganz recht. Aufenthalt 5 Minuten. Machen Sie das schon lange? Diese Strecke? 7 Jahre. Oh, Sapperlott. Wissen Sie, was ein Bekannter von mir stets über die Eisenbahn sagte? Dass sie die vortrefflichste mechanische Gerätschaft unter allen sei, um uns von jenem Ort, an dem wir sind, an jenen zu bringen, an dem wir gleichfalls nicht sein wollen. Im Falle von Quincy, Sir, könnte Ihr Bekannter wohl recht behalten. Wenn Sie mich nun entschuldigen wollen, ich habe noch weitere Fahrgäste über unsere baldige Ankunft zu informieren. Gewiss, nur zu. Nächster Halt, Quincy, Illinois.
Gleichfalls. Einen doppelten Bourbon, bitte. Kommt sofort. Nicht viel los hier, hä? Huh? Es ist Wochenbeginn, Mister. Am Freitag, wenn der Lohn gezahlt wird, ist hier die Hölle los. Die Hölle? Ich nehme an, die gibt es eher danach, wenn die armen Tröpfe mit leerer Lohntüte nach Hause kommen, was? Wie heißt es so schön? Die Ehe ist eine Gemeinschaft aus einem Herrn, einer Herrin und zwei Sklaven und besteht immer aus genau zwei Personen. Ich sehe, Sie sind vom Fach. Und unverheiratet. Hier, der Doppelte. Thanks. Nachladen? Nachladen. Sie haben auch Fremdenzimmer? Sind Sie ein Fremder? Kennen Sie mich? Ich denke, ich habe ein Zimmer für Sie frei. Bestens. Zum Wohl. Auf Charles Ashmore. Auf wen? Charles Ashmore. Sohn von Christian Ashmore. Ist auch ein Fremder. Brauchen Sie für den auch ein Zimmer? Ich denke nicht. Ich dachte, als Barkeeper sind Sie auf dem Laufenden über das, was man sich hier erzählt. Sie sind ein kluger Kopf. Soll ich nochmal nachladen? Nur zu. Was können Sie mir also über Charles erzählen? Warum sollte ich Ihnen etwas über Charles erzählen? Also wissen Sie nichts. Ich weiß, was man sich erzählt über Charles Ashmore und seinen Vater. Manch einer würde sagen, dass ich nichts weiß. Sie haben Glück. Ich bin einer von den anderen. Was wollen Sie hören? Wie er davongelaufen ist vor seinem tyrannischen Vater? Wie sein Vater ihn erschlagen und verscharrt hat im Wald hinter der Quelle? Wie der Teufel ihn geholt hat? Ich will wissen, was Sie glauben. Dass die Leute zu viel reden. Der alte Ashmore ist nach allem, was man hört, nicht der Mann, der Saloons besucht. Wenn Sie was über ihn wissen wollen, reden Sie mit einem Prediger. Ich habe festgestellt, dass einer, der redliche Drinks ausschenkt, auch redlicher Auskunft gibt als die Prediger, die einen nur zur Messe am Wein nippen lassen. Was bringt Sie nach Quincy, Illinois, Fremder? Berufliche Neugier. Sind Sie einer von den Pinkertons, oder was? Sehe ich aus wie einer von denen? Ich weiß nicht, wie die aussehen. Ich weiß nur, dass ein Pinkerton berufsmäßig Fragen stellt. So wie Sie, Mister. Nicht nur Detectives stellen Fragen. Ich bin Journalist. Schön für Sie. Besser noch, schön für Sie. Sie wissen ja, wie das ist. Geld ist eine Gnade, die niemandem nützlich ist, es sei denn, man trennt sich davon. Oh, hallo, Mr. Washington. Sie erzählen mir, welchen feinen Tropfen Sie aus den Geschichten destilliert haben, die man sich in Quincy über Charles Ashmore erzählt, und der Schein gehört Ihnen. Schöner Schein. Soll ich Ihnen nicht lieber von dem Ding drüben in Nolan erzählen? Das ist eine bessere Geschichte und gruselig. Aber nicht die, die ich hören will. Also gut, Mister. Aber ich kenne die Ashmores nicht. Ich war nie auf deren Farm. Ich will verdammt sein, wenn ich jemals freiwillig eine Farm aufsuche. Ich habe mit keinem gesprochen, der die Ashmores selbst kennt. Aber das da ist mein Dollar. Er sieht zweifellos wie Ihr Dollar aus. Right? Also, die Ashmores sind Zugereiste, kommen nicht von hier. Der Vater ist mit Frau, Sohn und Mutter hergezogen aus Richmond, Indiana. Hat wohl noch eine Tochter, aber die hat er in Richmond verheiratet. Es sind zwei, eine in Richmond, die andere in Troy, New York, wo die Familie vor Richmond gelebt hat. Wenn Sie das alles schon wissen? Mr. Washington möchte weiterhin in Ihrer Geldbörse einziehen. Naja, Sie wissen sicher auch besser als ich, dass die Familie vor 2 Jahren eine Farm vor der Stadt bezogen hat, die sie bewirtschaften. Allein, keine Knechte, keine Mägde. Und nun auch... keinen Sohn mehr. So ist es. Und jetzt zum interessanten Teil. Was ich gehört habe von jenem Abend ist das. Es war letzten Winter, es hatte geschneit. Und es war kalt, bitterkalt. Die Ashmores saßen zusammen beim Abendessen. Und nach der Mahlzeit wurde der junge Charles zur Quelle geschickt, um Wasser zu holen. Musik.
Vater. Muss es wirklich sein? Gewiss, Charles. Die Teller wollen gespült sein, Junge, und ohne Wasser ist nicht gut abwaschen. Aber es ist bitterkalt dort draußen. Deshalb hat der Herrgott uns Kleidung gegeben, damit wir uns vor der Kälte schützen können. Es sind kaum 100 Schritte bis zur Quelle, nur über die Anhöhe und wieder hinunter, also gib keine Widerworte und mach dich auf den Weg. Mutter, sag auch etwas. Der Abwasch kann doch bis morgen warten. Ich sage, du gehst Wasser herbeischaffen und du gehst und schaffst es herbei, hörst du? Deine Mutter wird dir nichts anderes sagen. Wenn des Meisters Stimme befiehlt, so müssen alle folgen. Charles. Willst du im Stall nächtigen, Junge? Nein. Ich will sogleich losgehen. Bitte zieh dir den Mantel über. Ach was, ich bin sogleich wieder zurück, Mutter. Es sind kaum 100 Schritte bis zur Quelle. Vergiss nicht, den Hammer mitzunehmen, falls Eis über dem Wasser liegt. Ich habe ihn schon mit einer Schnur am Eimer festgebunden, damit ich ihn stets dabei habe, Grandma. Ich hoffe nur, dass mich die hungrigen Wölfe nicht holen. Nun geh schon und schließ die Tür. Es zieht kalt herein. Dafür hat uns doch der Herrgott die Kleidung gegeben, Vater. Deine Impertinenz muss ich nicht länger hinnehmen. Warte nur, was dir blüht, wenn du erst zurück bist. Ach, nun geh nicht so hart mit ihm ins Gericht. Er ist ein guter Junge. Der seinen Platz nicht kennt. Wie soll er ihn auch kennen, Christian? Er ist kein Kind mehr und doch ist er ganz alleine. Du behandelst ihn immer noch wie einen Knaben von 12 Jahren. Dann soll er sich nicht betragen wie einer. Sei froh darum, dass er uns hier auf der Farm zur Hand geht. Mr. Wheeler hätte ihn auch zum Lehrling in der Stellmacherei genommen. Wenn er gegangen wäre, wer hätte dann seine Arbeit getan? Für einen Knecht fehlt uns das Geld. Das weiß er und deshalb ist er geblieben. Zeige ihm immerhin dafür ein wenig Anerkennung und behandle ihn nicht wie einen Knecht. Wenn er das spürt, wird er dir den Respekt erweisen, den du erwartest. Er liebt dich, Christian. Er ist mir doch auch lieb, Glenda. Er ist alles, was wir noch haben. Die Mädchen sind nicht aus der Welt, Junge. Sie sind nur unter der Haube. Aber sie sind nicht hier. Ich will nicht, dass er auch geht, aber ich weiß nicht, wie ich ihn davon überzeugen soll, zu bleiben. Die Welt da draußen... Verliert ihren Reiz, wenn er sich daheim wohlfühlt. Geh ihm nach. Hilf ihm an der Quelle. Sprich mit ihm. Du hast wie immer recht, Glenda. Ich gehe hinaus, ihm zu helfen. Auf dem Rückweg können wir die Tiere füttern und tränken und ich werde mit ihm sprechen. Über das, was ich als Vater von meinem Sohn erwarte. Und über das, was er als Sohn von dir erwarten darf. Charles erinnert mich so sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Du und dein Vater, wie ihr gestritten habt um alles und nichts. Erinnere dich, Christian. Erinnere dich daran, wie es war, jung gewesen zu sein. Es stimmt, Mutter. Gewiss bin ich manches Mal zu hart zu ihm. Aber ich meine es doch gut. Ein Mann muss wissen, wo seine Pflichten sind. Das immerhin hat mein Vater mich gelehrt. Das und Gottesfurcht. Nun geh, sonst ist er zurück, ehe du einen Schritt vor die Tür getan hast. Wir sind bald wieder da. Charles? Charles! Keine Antwort, natürlich. Aber dort sind immerhin seine Spuren im Schnee. Charles! Junge! Wo steckst du? Was zum... Charles? Der Eimer. Weshalb lässt er den Eimer einfach herumliegen? Charles! Charles! Gib Antwort! Charles Ashmore! Er wird doch nicht... Aber die Spur... Sie endet einfach, als wäre er von einem Augenblick zum nächsten... Charles! Charles! Charlie! Junge, wo steckst du? Christian? Charles? Wo steckt ihr? Ist alles in Ordnung? Charles!
Und er war demnach einfach verschwunden. Spurlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es war ja Schnee gefallen und die Stiefelspuren des Jungen endeten wie abgeschnitten. Ein linker Abdruck, ein rechter, ein linker, ein rechter, linker, rechter und dann nichts weiter. Alles jenseits war glatter, unberührter Schnee. Vielleicht ist er auf einen Baum geklettert. Kein Baum, weit und breit an der Stelle, wie ich hörte. Zinneimer und Hammer lagen unweit der Stelle im Schnee, an der die Spuren endeten. Aber von dem jungen Charles war nichts weiter zu finden. Wurde nach ihm gesucht? Gewiss. 2 Tage lang, überall in der Umgebung. Aber man fand nichts. Was war der Schluss des Sheriffs dazu? Dass der Junge das Weite gesucht hat. Mhm. Und was denken Sie über die Sache? Dasselbe. Dass der Junge auf und davon ist. Rauf zum Klondike vielleicht, um Gold zu schürfen. Oder rüber nach Kalifornien. Das gute alte Gold. Sie wissen, dass es früher eigentlich Gold hieß? Gott? Das L hat man erst später eingesetzt, um es von dieser anderen, weniger bedeutungsvollen Gottheit gleichen Namens unterscheiden zu können. Aber was denken Sie über die Spur im Schnee und dass sie urplötzlich endete? Wer weiß, ob es die je gegeben hat. Ich kenne die Familie nicht. Und nach allem, was man hört, sind es gottesfürchtige Menschen, für die das Lügen eine Sünde ist. Aber niemand außer ihnen hat die Spur je gesehen. Und sie sahen sie nur im Mondlicht und im Schein einer Laterne. Tags darauf war frischer Schnee gefallen und die Spur war weg. Sie glauben nicht, dass Charles Ashmore vom Universum verschluckt wurde? Was ich glaube, ist, dass der Dollar da mir gehört. 2 Männer, ein Gedanke. Ich könnte Ihnen auch eine Geschichte erzählen. Ich zahle Ihnen aber keinen Dollar dafür. Schenken Sie mir noch einen Drink nach? Aufs Haus. Und ich erzähle Ihnen dafür von der Schwierigkeit, ein Feld zu überqueren. Ich kann es kaum erwarten. Was ich Ihnen berichten will, hat sich bereits vor über 20 Jahren zugetragen. 20 Jahre? Die Art Journalist sind Sie also, hm? Im Juli 1854 saß ein Farmer mit Namen Williamson mit seiner Frau auf der Veranda seines Farmhauses, etwa 6 Meilen entfernt von Selma, Alabama. Klingt spektakulär. Unmittelbar vor dem Haus lag eine Wiese, etwa 50 Yards weit, und dahinter eine Landstraße, die im Volksmund The Pike genannt wurde. Jenseits dieser Straße befand sich eine abgegraste Weide von ungefähr 10 Morgen. Eine ebene, abgegraste, leere Weide. Kein Tier, kein Baum, kein Strauch. Keine Felsen oder andere Erhebungen. Mit anderen Worten, ein leeres Feld. Ganz recht. Und jenseits dessen wiederum, auf einem anderen Feld, waren unter einem Aufseher 1 Dutzend Sklaven bei der Arbeit. Sklaven? Es war 1854 und wir reden von Alabama. Mehr als 1 Jahrzehnt, bevor die Sklaverei durch den 13. Zusatzartikel abgeschafft wurde. Und ja, es waren Williamsons Sklaven und es war Williamsons Aufseher. Und darum sagte er zu seiner Frau... Ich hab vergessen, Andrew wegen der Pferde Bescheid zu sagen. Welche Pferde meinst du, August? Na, welche denn wohl? Die Pferde. Und es kann nicht warten, dass du Andrew Bescheid gibst? Es geht auf den Mittag zu und die Sonne brennt. Ach, ich habe es nun bereits einmal vergessen. Also will ich es auch gleich erledigen, ehe ich es aufs Neue vergesse. Es wird nicht lange dauern. Ich muss nur einmal übers Feld und bin zurück, ehe du Franklin Pierce sagen kannst. Wer ist Franklin Pierce? Ein guter Mann. Ist das ein neuer Nachbar? Warum erzählst du mir nicht, wenn wir einen neuen Nachbarn haben? Denk nicht weiter über Politik nach, Heather. Dafür ist dein hübscher Kopf nicht gemacht. Ich pflück dir ein paar Blumen am Feldrand. Politik? Was für Politik denn? Ah, August. Fabelhafter Tag heute, nicht wahr? Vortrefflicher Tag. Wenn nur das geschmeißlich wäre. Brauch nur gleich eine Zigarre, dann bleiben dir die Biester vom Leibe. Das werde ich tun, Armer. Muss nur kurz rüber zu Andrew. Und ihr? Auf dem Weg nach Selma? Ich brauche ein neues Kleid. Und einen neuen Hut. Nicht so laut, Nora. Sonst kommt Heather noch auf Ideen. Sehen wir uns am Sonntag in der Kirche? Natürlich. Wie jeden verdammten Sonntag.
Ich finde es keineswegs amüsant, jemanden auf das Haus Gottes fluchen zu hören. Wie sagt man gleich? Die Kirche ist ein Ort, an dem der Pfaffe Gott anbetet und die Weiber den Pfaffen. Armer! Bis bald also, August. Hör! Bis bald! Du weißt, dass ich lästerliches Reden über Gott nicht ertrage. Du kannst dir in der Stadt eine hübsche Haube aussuchen, Nora. Außerdem, wer redet denn hier über Gott? Wir sprachen über die Kirche. Das ist gerade dasselbe. Ist es nicht. Auch verwünscht. Dein Fluchen kann ich ebenso nicht ertragen. So bekommst du noch neue Schuhe dazu. Ich habe glatt vergessen, August wegen der Pferde Bescheid zu sagen. Wegen welcher Pferde? Ich habe dem Mann 3 Pferde verkauft und eigentlich sollten sie ihm heute Nachmittag gebracht werden. Aber da Jonah erkrankt ist, kann er sie erst morgen bekommen. Brrr. Was hast du vor? August! August! Er ist schon zu weit auf dem Feld. Er hört mich nicht. August! Wenn du es ihm unbedingt jetzt sagen musst, steig ab und geh ihm nach. Gut. Ich will mich beeilen. Es dauert nur einen Augenblick. Ei, wo ist er denn hin? Nora, wo ist er hin? Wo soll er schon sein? Da geht er. Aber vor einem Moment war er doch noch da. Er ist weg. Weg. Oh Gott. Wie furchtbar! Er ist verschwunden! Nein! Hilfe! Zu Hilfe, bitte! Oh Gott! Nein! August! Was geht hier vor sich? Heather! Heather! Was ist geschehen? Er ist... Eben gerade noch habe ich ihn... Er hat eine Blume gepflückt und mir zugewinkt und dann ist er verschwunden. Wie verschwunden? Einfach verschwunden. Von einem Moment auf den anderen. Wie ausgelöscht. Einfach ausgelöscht. Ausgelöscht. Am helllichten Tag? So wurde es berichtet. Aber es gibt auch Zeugen. Die Frau, die Nachbarn, der Vorarbeiter. Niemand außer der Frau hat wirklich gesehen, wie es geschah. Und sie ist... Man muss wohl sagen, dass sie wahnsinnig geworden ist. Ach, wirklich? Seit jenem Tag sind nur noch 2 Worte über ihre Lippen gekommen. Franklin Pierce. Hä? Sie ist vermutlich die einzige Person auf diesem Planeten, welche den Namen unseres glücklosen 14. Präsidenten hoffnungsvoll im Munde führt, der eitlen Hoffnung darauf, dass ihr Mann zurückkehren wird. Da muss man ja wahnsinnig werden. Ich nehme an, dass dieser Williamson tatsächlich nie wieder aufgetaucht ist. Nimmermehr. Er wurde für tot erklärt. Wie das? Wenn er doch verschwand, gab es ja keinen Leichnam. Aber es gab Besitz. Und um diesen unter den trauernden Hinterbliebenen verteilen zu können, ist es erforderlich, dass der Erblasser schon vorher verstorben ist. Daher gab es eine Gerichtsverhandlung über das Verschwinden von August Williamson, in welcher Mr. und Mrs. Wren vernommen wurden. Beide konnten bezeugen, dass ihr Nachbar wahrhaftig verschwunden war, wenngleich sie nicht gesehen hatten, wie dies geschah. Doch die Umstände, die Tatsache, dass er mitten auf dem Feld verschwand. Im leeren Feld? Ha, genau. Das Gericht konnte nicht erklären, dass er verschwand, dafür gibt es juristisch keine Kategorie, aber es konnte ihn für tot erklären, für ausgelöscht. Und so war, zumindest vor dem Gesetz, wieder alles in bester Ordnung.
Aber es gibt keinen Beweis, dass er wirklich verschwand. Beweis? Er ist fort, verschwunden, wie Charles Ashmore. Es gibt Zeugen des Verschwindens, wenn es auch keine Augenzeugen gibt. Und August Williamson ist verschwunden. Das ist der zugegeben tautologische Beweis dafür, dass er verschwunden ist. Tauto was? Logisch. Schenken Sie mir noch einen nach? Logisch. Es ist unheimlich, nicht wahr? Dass Leute einfach verschwinden. Vermutlich, aber glauben Sie mir, ich habe unheimlichere Dinge erlebt? Grässlichere, gewiss. Aber unheimlichere? Denken Sie mal darüber nach. Im einen Augenblick sitze ich hier vor Ihnen und im nächsten verschwunden. Einfach. So. Ich habe das im Bürgerkrieg zu oft erlebt. Ich habe getötet. Ich habe Kameraden sterben sehen. Ich mache es mir täglich zur Aufgabe, nicht darüber nachzudenken, dass eine Existenz mit einem Wimpernschlag ausgelöscht werden kann. Ich verstehe das. Aber der Unterschied ist dieser. Wenn wir sterben, so ist unser toter Leib einem jeden Beweis dafür, dass wir gelebt haben. Wenn wir aber ganz und gar verschwinden, hat es uns dann jemals gegeben? Waren wir dann mehr als ein Phantasma? Mehr als eine Vorstellung im Kopf einer Irren, die nichts als den Namen eines miserablen Präsidenten mehr kennt? Aber natürlich. Was ist das für eine Frage? Wenn ich jetzt verschwende, auf der Stelle, wäre ich dann hier gewesen? Das eine ist klar, Mister. Verschwunden wird hier nicht. Sie haben 5 Doppelte getrunken und noch nicht bezahlt. Ja, natürlich wären Sie hier gewesen. Wer sonst sollte den Bourbon getrunken haben? Aber nehmen wir mal an, Sie verschwinden tatsächlich. Wohin sollten Sie verschwinden? Eine gute Frage. Wohin verschwanden August Williamson und Charles Ashmore? Was denken Sie? Nun, vielleicht sind Sie gar nicht verschwunden. Wie meinen Sie das? Vielleicht können wir Sie nur nicht mehr wahrnehmen. Ah, nicht schlecht. In der Tat gibt es da das Buch eines Deutschen, eines gewissen Dr. Herrn aus Leipzig. Wohlsein. Wohlsein. Er hat ein Buch geschrieben über das Verschwinden und seine Theorie. Wie heißt das Buch? Das Verschwinden und seine Theorie. Das klingt absolut passend. Nicht wahr? Zwar beweist auch das Buch nicht, was genau geschieht, aber der Herr Doktor betreibt darin einige ungewöhnliche Spekulationen, weshalb das Werk vornehmlich unter Mathematikern, welche an die Existenz eines sogenannten nicht-euklidischen Raums glauben, einige Aufmerksamkeit erhalten hat. Da ich kein solcher Mathematiker bin und daher keine Aufmerksamkeit erregt habe, werden Sie mir hoffentlich erklären, was es mit diesem seltsamen Raum auf sich hat. Ist das so etwas wie ein Wartezimmer für all die Verschwundenen? Der euklidische Raum ist das, was wir sehen. Der Saloon hier zum Beispiel ist ein euklidischer Raum. Donnerwetter, sieh mal einer an. Das werde ich mir draußen an der Tür anschlagen lassen. Statt Fremdenzimmer gibt es dann euklidische Räume. Macht was her. Das bedeutet einfach, es ist ein Raum, der die Dimensionen von Länge, Breite und Höhe besitzt. Der alte Euklid beschrieb so den Raum unserer Anschauung, also den Raum, welchen wir erblicken. Der nicht-euklidische Raum besitzt weitere als diese 3 Dimensionen. Und wozu sollen diese weiteren Dimensionen nütze sein, wenn man sie nicht sehen kann? Nun, in einem solchen Raum könnte man einen Knoten in eine endlose Schnur knüpfen oder einen Gummiball von innen nach außen kehren, ohne dass man deren Konsistenz auflösen müsste. Ja, für einen Mathematiker ist das gewiss unheimlich nützlich. Das ist es. Man müsste die Schnur nicht zerschneiden und den Gummiball nicht zerreißen. Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich komme mit meinen 3 altbackenen Dimensionen vortrefflich zurecht, wenn ich es mir genau überlege. Was aber hat denn nun dieser vieldimensionale Raum mit Charles Ashmore zu schaffen? Der Dr. Herrn nun glaubt, dass es in der sichtbaren Welt leere Plätze gibt. Er nennt sie Vakua und darüber hinaus gleichsam Löcher, durch welche lebende und leblose Dinge in die unsichtbare Welt fallen können und nicht mehr gehört und gesehen werden. Und durch solch ein Loch ist der Junge Ihrer Meinung nach gefallen? Möglich. Und dieses Loch in der Wirklichkeit wollen Sie nun finden und was tun? Das wird sich zeigen. Es mag für einen Journalisten merkwürdig klingen, aber ich will versuchen, die Wahrheit herauszubringen. Die Wahrheit?
Ein treffliches Gemisch aus Wunsch und Schein. Die Aufdeckung der Wahrheit ist einziger Zweck der Philosophie, die bekanntermaßen die älteste aller Übungen des menschlichen Geistes ist. Und wird es wohl auch mit zunehmendem Eifer bis ans Ende der Zeit bleiben. Sind Sie sicher, nur ein Barkeeper zu sein und nicht einer von den Philosophen? Darauf noch einen letzten, wenn's recht ist. Die Flasche ist noch halb voll. Dann wollen wir sie halb leer machen. Jawohl. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Geben Sie nur Acht, dass Sie am Ende nicht selbst aus der Welt fallen. Was um Himmels Willen ist mit Ihnen los? Oh, Mr. Ashmore, Sir. Was machen Sie hier? Sind Sie fertig in der Scheune? Oh ja, so gut wie fertig. Ein paar Nägel noch und das war's. Weshalb haben Sie dann die Nägel noch nicht eingeschlagen und laufen stattdessen wie ein Betrunkener hier an der Quelle umher? Ja, nun, ich brauchte eine Pause. Eine Pause? Ich weiß, was Sie denken, Sir. Das wissen Sie nicht, Andrew. Und hören Sie auf, Sir zu sagen. Nun, Mr. Ashmore, um ehrlich zu sein, mein Daumen brauchte eine Pause. Sehen Sie selbst. Oh, das sieht nicht gut aus. Kommen Sie mit ins Haus. Das Abendessen ist aufgetischt und meine Frau kann den Daumen versorgen. Gut, danke. Ich habe einen Bärenhunger und ich hoffe, dass der Daumen noch zu retten sein wird. Dieser vermaledeite Hammer. Mr. Gwinnett, in meinem Haus dulde ich keine Verwünschungen. Ich bitte um Verzeihung, Mr. Ashmore. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Sie hier an der Quelle sehe. Ein schönes Plätzchen. Schattig, kühl, friedlich. Ja, das dachte ich einst auch. Ich hole noch etwas Wasser von der Quelle, dann gehen wir hinüber ins Haus. Eine gute Idee. So, wir können gehen. Ich hoffe, das Essen ist noch nicht kalt geworden. Ich habe eine Frage an Sie, Andrew. Nur immer zu, Mr. Ashmore. Ich wüsste gern, was Sie hier bei uns zu finden hoffen. Bitte? Sie sind offensichtlich kein geborener Farmhelfer. Das mit Ihrem Daumen, das wäre niemandem passiert, der seinen Lebensunterhalt mit seiner Hände Arbeit verdient. Diesbezüglich war der Hammer offenbar anderer Auffassung. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin dankbar, Sie hier zu haben. Ich brauche Sie. Meine Familie kann die Farm nicht allein bewirtschaften. Nicht mehr. Ja, ich bin ein genügsamer Mann. Etwas zu essen, ein Dach über dem Kopf. Was will man mehr? Sie sind ein Mann von Verstand, Andrew. Ein kluger Kopf. Gebildet sogar, wenn ich mich nicht täusche. Was also suchen Sie hier in Illinois? Auf einer Farm? Vor wem oder vor was laufen Sie davon? Laufen wir nicht stets vor etwas davon, Mr. Ashmore? Vielleicht vor dem Tod, vor Gottes Zorn, vielleicht auch vor uns selbst? Sie machen ebenfalls nicht den Eindruck, als wären Sie auf einer Farm aufgewachsen. Das ist so. Ich bin ein Stadtkind. Vielleicht habe ich deshalb so viel Geduld mit Ihnen und Ihren zwei linken Händen, Andrew. Weil ich weiß, dass ein Mensch sich ändern kann, wenn er es will. Dass er sein altes Leben überwinden und ein neues beginnen kann. Was hält Sie und Ihre Familie dann noch hier? Was meinen Sie? Welche Hoffnung bleibt Ihnen noch, dass Charles zurückkehren wird? Ich habe es geahnt. Morgen in der Früh, Mr. Andrew Gwinnett. Oder wer Sie auch heißen, oder wer Sie auch sein mögen. Packen Sie Ihr Zeug und verlassen meine Farm.
Mr. Ashmore, hören Sie. Kein Wort mehr. Ganz besonders nicht zu meiner Frau. Sie werden essen, Sie werden schlafen und dann werden Sie gehen. Christian, ich weiß, was die Menschen ringsum glauben. Ich habe gesehen, welche Blicke Ihnen Ihre Nachbarn in der Kirche zuwarfen. Es ist nicht wahr. Wir haben ihm nichts angetan. Heute Abend. Sie verschwinden heute Abend. Was ist aus Essen, Schlafen und dann gehen geworden? Ich würde gern mit Ihrer Frau reden. Meine Frau? Meine Familie ist für Sie tabu. Mit Verlaub, Christian. Ihre Familie ist ein Scherbenhaufen. Christian, ich will Ihnen helfen, verdammt! Ja, Sie! Lügnerisches Maul! Was ist denn geschehen? Christian, Andrew, mein Gott, was ist denn nur in euch gefahren? Auseinander, sag ich, augenblicklich auseinander. Christian! Das wird euch hoffentlich abkühlen. Wer erklärt mir, was Anlass für diese kindische Balgerei gewesen ist? Ich, Ma'am, ich habe Christian wegen ihres Sohnes gefragt und weshalb die Familie weiter an diesem Ort bleibt. Was hat er geantwortet? Das hier und das. Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Er ist hier nicht länger willkommen. Das war keine Antwort auf Andrews Frage, Christian. Also, weshalb bleiben wir weiter hier? Du weißt warum. Sag es. Weil wir ihn nicht im Stich lassen können. Natürlich können Sie das nicht. Aber deshalb fragte ich ja, welche Hoffnung haben Sie, dass er zurückkehren wird? Woher wissen Sie, dass er noch hier ist? Ich habe seine Stimme gehört. Seine Stimme? Drüben am Quell? Ich höre sie nicht immer, nur manchmal. Und sie wird leiser und leiser. Und ich weiß, dass Charles irgendwo dort ist. Aber er findet nicht mehr zu uns zurück. Ich rufe ihn. Versuche ihn mit meiner Stimme zu leiten, aber er kommt nicht. Er kommt nicht. Glenda. Was sagt er? Ich weiß es nicht. Es sind keine Worte zu verstehen, nur seine Stimme. Ganz so, als befinde er sich im Nachbarzimmer und unterhalte sich. Und die Wände verschlucken den Sinn, aber nicht den Klang. Er ist es, Andrew. Er ist es ganz bestimmt. Ich habe ihn ebenfalls gehört. Das bedeutet, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät für was? Um dorthin zu gelangen, wo er ist. Ihr Sohn Charles ist nicht der Einzige. Überall auf der Welt verschwinden Menschen spurlos von einem Augenblick auf den nächsten. Aber warum unser Sohn? Ich glaube nicht, dass ein Wille oder Zweck hinter Charles' Verschwinden zu finden ist. Aber vielleicht kann die Wissenschaft helfen, dies zu beantworten. Sie sind ein Wissenschaftler, Andrew? Mitnichten, nein. Wie ich sagte, vielleicht kann die Wissenschaft helfen, jedoch kein Wissenschaftler wird seinen Ruf riskieren, weil er sich auf Ammenmärchen und Geistergeschichten einlässt. Geistergeschichten? Ja, Dinge, die man nicht erklären kann, verklärt man, indem man Fabeln darum spinnt. Ein Gutteil der Geschichten, welche man über Spukhäuser erzählt, sind Vertuschungen unerklärlichen Verschwindens. Sie wissen von anderen Verschwundenen? Von Dutzenden, Christian. Nehmen Sie den Fall von Philip Eckert, einem Farmer aus der kleinen Stadt Marion in Vermont. Er lebte in einem alten, verwitterten Holzhaus auf seiner Farm. Ein einfacher, zurückgezogen lebender Mann, den alle nur den alten Eckert nannten. Er verschwand ebenfalls. Oh ja, eines Tages war er fort, verschwunden. Eine ausgedehnte Suche wurde unternommen. Aber das Wenn, das Wohin, das Warum seines Verschwindens blieb ohne Erklärung. Nichts wies darauf hin, dass er verreist war. Alles war so, als wäre er nur hinüber zur Quelle gegangen, um Wasser zu holen. Und nicht zurückgekehrt. Zur Quelle? Wie Charles, nicht wahr? Doch die Geschichte vom alten Eckert hat noch andere Aspekte, die an das Verschwinden ihres Sohnes erinnern. Man fand keine Spur von ihm und sein Haus, das die Dorfgemeinschaft alsbald zum Spukhaus erklärte, stand leer. Verschwanden dort etwa noch weitere Menschen? Nein, und wie auch. Es wagte sich niemand in das Haus oder in seine Nähe.
Aber die Nachbarn erzählten sich die üblichen Geschichten über Lichter in der Nacht, klagende Schreie und Erscheinungen in der Nacht. Auch über uns tuscheln die Nachbarn hinter unserem Rücken. Nur fürchte ich, dass sie nicht über Geister reden, sondern über Mord. Christian, niemand glaubt wirklich, dass wir Charles etwas angetan hätten. Aber die Leute... sind eben Leute. Auch wenn man dem alten Eckhart niemals übel nachgeredet hatte, solange er in seiner Holzhütte wohnte, so erzählte man sich nach seinem Verschwinden alsbald die wildesten Geschichten. Ein entflohener Mörder sei er gewesen, ein Freibeuter vom Spanish Main, der Beelzebub selbst, der zurück in die Hölle gefahren sei. Warum erzählen Sie uns davon, Andrew? Wegen dem, was Jahre später geschah. Die Gerüchte über die verfallene Hütte dauerten an. Und so beschlossen die Stadtältesten von Marion, dem vermeintlichen Spuk auf den Grund zu gehen. Sie verabredeten sich, im Haus des alten Eckhart die Nacht zu verbringen. Was fanden diese Männer heraus? Es waren einfache Leute, ein Apotheker, ein Notar und ein Lehrer. Es war ihnen nicht darum zu tun, herauszubringen, was dort in dem Haus geschah, sondern darum zu beweisen, dass dort gerade nichts geschah. Aber es geschah etwas. Zunächst nicht. Allein als Mr. Merle, der Notar, wie verabredet, am Abend im Hause des Apothekers Mr. Holcomb eintraf, erschien der Dritte im Bunde, der Lehrer, Mr. Palmer, nicht wie verabredet. Nach einer angemessenen Wartezeit begaben sich die beiden Männer, rechtschaffen verärgert, über Palmers Unzuverlässigkeit zum Haus des alten Eckhart, wo man sich für die Nacht einrichtete. Dort war der Lehrer ebenfalls nicht. Nein, sie fachten also ein Feuer im alten Ofen an, denn es war tiefer Winter und bitterkalt in der verlassenen Hütte, und schwiegen sodann. Sie hatten nämlich vereinbart, so wenig wie möglich zu sprechen, um jedes Geräusch zu vernehmen. Und so hörten sie dann nach etwa einer Stunde, wie im hinteren Zimmer der Hütte, die nur zwei Räume besaß, eine Türe geöffnet wurde und die Schritte einer Person auf den Holzdielen erklangen. Und dann Stille. Wer war es? Der alte Eckhart? Nach einer kurzen Pause erklangen die Schritte aufs Neue und die Tür des Nebenzimmers zu jenem Raum, in dem die beiden Männer ausharrten, wurde langsam geöffnet. Und hereintrat Mr. Palmer. Gottlob. Da haben Sie uns gründlich eins aufgebunden, Andrew. Nicht so schnell, Christian. Er stand dort bleich wie ein Gespenst, oder zumindest so bleich, als habe er eines gesehen, und schien von der Anwesenheit seiner Gefährten nichts, aber auch gar nichts zu bemerken. Er stand einfach nur da, und dann, plötzlich, lief er eilig zur Tür, öffnete sie hastig und sprang hinaus in die Dunkelheit. Die beiden Männer, Holcomb und Merle, ihm nach. Aber dort war niemand. Aber Palmer war doch gerade hinausgelaufen. Und doch war er nirgends zu sehen. Mehr noch, im Neuschnee, welcher in der Zeit gefallen war, in der die Männer im Haus des alten Eckhart sich aufhielten, fanden sich keine Spuren eines dritten Mannes. Es schien ganz so, als wäre Palmer aus der Welt gefallen. Keine Spuren. Wie bei Charles. Ganz recht. Bei Tageslicht stellte man fest, dass Palmer, der offenbar seine Verabredung mit Holcomb und Merle versäumt hatte, von seinem Haus auf dem direkten Weg zum Haus des alten Eckhart gegangen war. Seine Spuren im Schnee waren deutlich zu erkennen. Sie führten bis zur hinteren Türe des Hauses und nicht wieder hinaus. Was glauben Sie, was dort geschehen ist? Ein Reporter des dortigen Tagesblatts fasste es ein wenig sensationslüstern so zusammen. Er schrieb, der alte Eckhart, wo immer er sich befinde, habe hinausgelangt und den Lehrer hereingezogen. Entsetzlich. Man kann es auch anders sehen, Ma'am. Zumindest dort scheint die Pforte an jenem Ort, an den der alte Eckhart verschwand, nicht verschwunden gewesen zu sein. Und wenn von dort aus etwas hinauslangen kann, so vermögen wir es vielleicht, dort hinein zu gelangen und vielleicht, so Gott es will, jemand von dort wieder herauszubringen. Charles! Wo bleibt ihr denn? Das Essen steht auf dem Tisch. Thank you.
Ma'am, das war köstlich. Oh, vielen Dank, Andrew. Nun, wie lautet Ihr Plan? Wir finden den Ort, die Stelle, an der sich ein Riss in dieser Welt befindet. Wie tun wir das? Nun, üblicherweise hätte ich mich als Routengänger betätigt, aber da Charles uns mit seiner Stimme Orientierung zu geben vermag, haben wir einen Vorteil. Sie glauben also, dass dieses Loch immer noch dort ist? Ohne Rauch kein Feuer, Ma'am. Wie könnte man ihn hören, wenn nicht eine Verbindung zu jenem Ort bestünde, an dem er sich befindet? Wir haben alles abgesucht, dort, wo Charles' Spuren endeten. Und nichts gefunden. Ich halte es für möglich, sogar wahrscheinlich, dass der Riss sich beständig innerhalb unserer Welt verschiebt. Andernfalls würden immer wieder Menschen am gleichen Ort verschwinden oder man hätte es längst vermocht, einen der Verschwundenen wieder herauszuholen. Wie finden wir die Stelle also? Gleich so, als wie man trügerisches Eis darauf prüft, ob es uns trägt. Schritt um Schritt. Und wir erproben mit Holzstücken, ob vor uns, neben uns, vielleicht gar hinter uns, eine Öffnung ins Nichts sich auftut. Hinter uns? Das gerade ist das Trügerische an diesen Löchern. Wie bei einer Tür öffnen sie sich in eine vorbestimmte Richtung. Aber mehr noch, ich mag einen Schritt vorangehen und es geschieht nichts. Gehe ich aber einen Schritt in dieselbe Richtung zurück, so mag es sein, dass ich aus der Welt falle. Es ist eine Frage der Perspektive. Nehmen wir an, wir finden den Ort. Was tun wir dann? Wie holen wir Charles dort heraus? Eins nach dem anderen, Christian. Sie wissen es also nicht. Bevor wir Ihren Sohn nicht gefunden haben, wissen wir nicht, was uns erwartet. Aber ich denke, ein langes Seil und ein Stein wären hilfreich. Ein Stein? Als Gewicht? Genau. Mutter, lass gut sein. Glenda kann dir später mit den Tellern und Töpfen helfen. Setz dich zu uns. Es ist alles nicht geheuer, Christian. Setz dich her zu uns, Ethel. Dies Gespräch macht mir mehr Hoffnungen als all die frommen Worte unseres Reverends zusammen. Wo er uns Geduld predigte, den Willen des Herrn zu verstehen, gibt uns Andrew nun die Hoffnung, selbst etwas zu tun. Und wenn es eine falsche Hoffnung ist? Es ist die Natur der Hoffnung, dass in ihr Erwünschtes und Erwartetes vermengt sind. Ich kann nichts und will nichts versprechen, bis auf dies. Dass ich nicht ruhen werde, bis wir den Ort, an welchem Charles sich befindet, gefunden haben. Große Worte. Aber wo ist er? Was ist das für ein Ort, an dem er sich befindet? Und weshalb hören wir immer noch seine Stimme? Es ist bald ein halbes Jahr vergangen, seit er uns genommen wurde. Ein Wissenschaftler, ein deutscher Doktor mit Namen Herrn, hat die folgende Theorie aufgestellt. Die Welt, unsere Welt, ist vollständig ausgefüllt mit Materie. Mit Erde, Wasser, Luft, tausenderlei Dinge. Und selbst dort, wo wir nichts erkennen, wo nichts zu sein scheint, ist der Raum ausgefüllt mit lichttragendem Äther. Hat nicht Dr. Hedman eine Flasche davon im Regal stehen? Von diesem Äther? Das wäre medizinischer Äther, Ma'am. Diethyläther, um genau zu sein. Und ich vermute, Dr. Hedman ist der örtliche Zahnarzt? Wenn es nicht anders an seiner Tür angeschlagen stünde, so könnte man meinen, er wäre ein Fleischergehilfe. Nun, der Äther, von dem ich spreche, ist ein physikalisches Medium, welches alles durchdringt und die Verbreitung des Lichts und aller anderen Formen von Energie überhaupt erst möglich macht. Jeder Prozess, der überhaupt stattfindet, tut dies im Äther. Sie können mir folgen? Gerade noch. Dr. Herrn nun glaubt, dass es in diesem universalen Äther Hohlräume gibt, wie Löcher in einem schweizerischen Käse. Diese Höhlen sind nicht zu vergleichen mit einem Vakuum, denn in einem solchen wäre ja weiterhin der Äther zu finden. In diesen Hohlräumen befindet sich rein gar nichts. Keine Luft? Absolut nichts. Und wo nichts ist, kann zugleich nichts geschehen. Ohne Luft wäre Charles längst erstickt. Ein Fünkchen Hoffnung. Ein Mensch, der in einem solchen Kabinett eingeschlossen wäre, könnte weder sehen noch gesehen werden. Er könnte weder hören noch gehört werden. Weder fühlen noch gefühlt werden. Das nennen Sie Hoffnung? Charles ist tot. Es stimmt, Charles könnte in diesem Raum nicht leben, aber er könnte darin auch nicht sterben. Denn beides wären Prozesse, die nur dort möglich sind, wo Kraft ist. Und an diesen Orten ist keine Kraft.
Aber wenn dort nichts existieren kann, kein Leben, kein Licht, kein Laut, wie kann es dann sein, dass wir seine Stimme hören? Darüber habe ich ebenfalls nachgedacht und die Theorie des Doktors vermag dies in der Tat nicht zu erklären. Aber was wäre, wenn Charles nicht gänzlich dort hineingefallen wäre, wenn er zwischen dieser Welt und dem Nichts feststeckte? Weil er kämpft. Und es sollte außerdem erklären, weshalb er noch lebt, trotzdem er kein Wasser und keine Nahrung erhält. Weil er bereits im Dunstkreis des dunklen Ortes sich befindet und seine physischen Bedürfnisse sich dadurch reduziert haben, wie die eines Bären im Winterschlaf. Wichtig ist, dass ich glaube, dass wir ihn aus diesem Vorzimmer zum Nichts herausholen können. Worauf warten wir dann noch? Auf das Tageslicht, Christian. Ich habe mir bereits vor einigen Tagen erlaubt, das Terrain um die Quelle herum zu vermessen und einen Plan zu zeichnen, wie wir dort nach dem unsichtbaren Riss im Vorhang der Welt ausschauen können. Ich ging just heute, als sie mich dort fanden, ein Planquadrat ab. Hier. Hier. Es ist ein großes Feld, das wir beackern müssen, aber ich habe bereits kleinere Teile ausgelotet. Und wenn wir zu vieren an diese Aufgabe gehen, werden wir zügig vorankommen. Wie zügig? Zügiger, als wenn ich es allein und im Heimlichen unternehme. Mehr kann ich nicht versprechen. Schauen Sie, anhand dieses Rasters werden wir alle eingezeichneten Felder in den 8 Himmelsrichtungen durchqueren. Nach Norden, Nordosten, Osten und so fort, bis der Kompass einmal umrundet ist. Wenn dies nicht hilft, verschieben wir die Wege um ein 16, dann auf ein 32 und so fort, bis wir das Portal gefunden haben. Entweder sind Sie ein Wahnsinniger oder ein Genie, Andrew. Nun, wie schon der Polonius sagte, ist dies auch Tollheit, so hat es doch Methode. Ich bin entschlossen, den Beweis anzutreten, dass mein Verstand bestens funktioniert. Andrew, all das, weshalb in Gottes Namen haben Sie uns nicht früher eingeweiht? Hätten Sie mich angehört, Mrs. Ashmore, gar für ein Genie gehalten? Oder mich als einen wahnsinnigen oder sensationslüsternen Schreiberling vom Hofe gejagt? Ich hätte Letzteres erwartet und Letzteres getan. Es tut mir leid. Wichtig ist, dass wir nun gemeinsame Sache machen, um den geheimen Ort zu finden und Charles zu retten, wenn er noch gerettet werden kann. Amen. Und damit wir darin vorankommen, werde ich nun zu Bett gehen, um morgen bei Sonnenaufgang mit der Suche beginnen zu können. Schlafen Sie wohl, liebe Familie Ashmore. Gott segne und behüte euch. Hier also ebenfalls nichts. Wie sieht es aus? Sehen Sie hier. Wir sind weit gekommen, aber dieser Bereich jenseits der Quelle ist noch unentdecktes Land. Aber Charles' Spuren endeten dort, an dieser Stelle. Dort haben wir zuerst gesucht, dann den Umkreis, aber nichts. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Durchgang nicht mehr exakt dort zu finden ist, wo er noch im vergangenen Winter war. Wir sollten bald in den Schatten gehen. Die Mittagssonne brennt schon mit einiger Kraft. Ihr Frauen könnt eine Pause machen. Andrew und ich werden weitersuchen, nicht wahr? Wir werden im Schatten der Bäume jenseits des Bachlaufs weitersuchen, um nicht unter der prallen Sonne zu arbeiten. Aber es wäre natürlich vortrefflich, wenn wir uns zum Mittag mit einem Imbiss stärken könnten, Mrs. Ashmore. Aber natürlich gern. Es fühlt sich gut an, etwas tun zu können. Man sieht es Ihnen an. Haben Sie Charles' Stimme heute schon vernommen? Sie könnten uns einen Fingerzeig sein, an welcher Stelle wir intensiver vermessen sollten. Nein, aber ich habe das Gefühl, dass er ganz in der Nähe ist. Mir geht es ganz genauso, Glenda. Und Ihre Mutter ist ebenfalls mit Feuereifer bei der Sache. Gönnen Sie sich eine Pause, Ma'am! Schon recht, Mr. Gwinnett. In diesen alten Knochen steckt noch mehr Kraft, als man vermuten möchte. Mutter, bleib immerhin im Schatten, ja? Nun,
Ich werde dann ins Haus gehen und ein paar Brote zubereiten. Vielen Dank. Danke, Liebes. Wie kommt es eigentlich, dass Sie sich mit den spurlosen Verschwinden von Menschen so gut auskennen, Andrew? Wissen Sie, Christian, als Journalist wird man mit mancherlei kuriosen Themen konfrontiert, welche sich bei genauerer Untersuchung als banale Missverständnisse herausstellen oder als Konstruktionen einer um Aufmerksamkeit heischenden Person. Aber das Verschwinden... Ich habe noch niemanden zu entlarven vermocht, der dies inszeniert hätte. Aber Menschen verschwinden doch jeden Tag und in vielen Fällen, den meisten, wie ich glaube, durch die Hand ihrer Mitmenschen. Gewiss. Die Menschen sind, nun, sie sind der Grund, weshalb wir Richmond und zuvor Troy den Rücken gekehrt haben. Die Weite des Landes und die Menschen oder ihre Abwesenheit... Nun, ich spreche nicht von Fällen, bei denen Missgunst, Gier oder eine andere Todsünde eine böse Tat befeuerten, sondern von denen unerklärlichen Verschwindens. Selbst bei diesen stellen sich 4 von 5 bei genauerer Untersuchung als nur allzu erklärliche Missetaten heraus, aber der eine von den 5, es ist, als werde einem der Blick ins Herz des Universums gewährt. Haben Sie es selbst erlebt? Ich? Nein, ich habe... Ein Freund von mir, ein guter Freund seit Kindertagen, er verschwand und ich war dabei. Ich sah es und habe... Ich konnte ihm nicht helfen. Es tut mir leid. Nein, Christian, vielleicht ist es an der Zeit, mit jemandem darüber zu sprechen, welcher nachzufühlen vermag, welche Schuld an der Wurzel meines Herzens nagt. Ja, vielleicht ist es das. Ich bin kein Prediger, doch wenn ich Ihnen damit helfen kann... So bin ich nur allzu willens, Ihre Geschichte anzuhören. Erwarten Sie nicht zu viel, Christian. Es ist keine besondere Geschichte und sie beginnt, wofür ich mich entschuldigen muss, in einem Saloon in Frisco, in welchem jener Freund mit mir und einem anderen eine Wette abschloss. Wenn ich es euch doch sage, sie sind wie von den Engeln gemacht. Und ich nahm stets an, dass die Engel barfüßig seien. Und geradewegs so fühlt es sich an, sie zu tragen, als wäre man auf Engelsschwingen unterwegs und könnte bis ans Ende der Welt laufen, ohne jemals wieder anhalten zu müssen. Nun, so weit muss es ja nicht gehen, aber wie wäre es bis zum Gipfel des Mount Diablo? Wie bitte? Ich finde, das ist eine vortreffliche Idee. Von hier aus bis zum Teufelsberg. Auf Engelsschwingen. Aber das sind leicht über 30 Meilen. Na, an 40 Meilen, Jim. Aber nicht ganz so weit wie bis ans Ende der Welt. Ist das nicht ein Saloon drunten in Monterey? Monterey? Das sind über 100 Meilen. Dann also bis zum Berg. Ach, verwünschte Schuhe. Obacht, nicht, dass Sie dir am Ende beleidigt den Dienst aufkündigen. Um was soll es gehen? Er soll nicht gehen, er soll laufen. Und wir im Pferdekarren hinterher. Mit Proviant und Drinks, wie es sich gehört für eine ordentliche Landpartie. Wenn es mir gelingt, das Ziel zu erreichen. Ohne stehen zu bleiben. Ja doch, ohne stehen zu bleiben. Aber wenn es mir gelingt, zahlt ein jeder von euch mir $100. $100? $100? Und keinen Cent weniger. Kein Einsatz, keine Wette. Wenn du glaubst, du könntest dich so vor deinem Schicksal drücken, bist du im Irrtum, Jim. Ich bin dabei. $100. Ach, Andy. Und was ist dein Einsatz, wenn du es nicht bis auf den Gipfel schaffst? 100 Blasen. Und ein paar abgelaufener Stiefel. Ihr seid keine Freunde, ihr seid Bastarde. Okay, $100. Heavens. Also gut. Wann? Am Samstag in der Früh um 6 Uhr. Im Alamo Park. Um 6? Worüber beklagst du dich, Bar? Du kannst auf dem Wagen ein Nickerchen halten, während ich...
Wie auf Wolken zum Teufel gehst. Cheers. Cheers. Ach, zum Kuckuck. Cheers. Es sieht so aus, als ob er es schaffen könnte, Andrew, oder? Ich denke, dass er sein Ziel, 100 Blasen an den Füßen zu bilden, schon vor ein paar Meilen erreicht hat. Ich meine den Gipfel. In Wahrheit meinst du dein Geld. Dein Geld. Dass du mir schulden wirst. Schuldscheine sind ein zivilisierter Ersatz für die Kette und Peitsche der Sklaventreiber. Eine schöne Bescherung. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Bauer. Nur, dass es im Augenblick nicht recht nach Gewinnen aussehen will. Wer hätte gedacht, dass Jim Vorsen ein rechter Pheidippides ist? Ein wer? Ein griechischer Bote, der vor mehr als 2000 Jahren die Nachricht vom Sieg über die Spartaner vom Schlachtfeld in Marathon nach Athen brachte. Vermutlich mit denselben Schuhen, die nun auch unser Laufwunder trägt. Wenn er es bis ans Ziel schafft, so hat er sich unsere $200 zweifellos mehr als verdient. Was bekam Philippi Pidings für seine Mühen? Ein ehrenvolles Heldenbegräbnis. Er verkündete den Sieg und starb. Wie überaus unerquicklich. Das wollen wir ihm nicht wünschen. Jim, alles in Ordnung bei dir? Alles bestens. Ich fühle mich wie... Lass uns abbrechen. Er wird nicht abbrechen, er will gewinnen. Sieh ihn dir an. Ja, er läuft, aber die Sonne gewinnt an Kraft und der Weg führt bergan. Mit seinem Dickkopf wird er bis ins Ziel laufen und dort müssen wir ihn dann erschießen wie einen zu Schanden gerittenen Gaul. Er wird nicht aufgeben. Es sei denn, wir geben uns geschlagen und zahlen ihm seinen Wettgewinn aus. Vielleicht zeigt er sich mit der Hälfte einverstanden. Jim? Hey, was denkst du hiervon? Wir beenden das Rennen, du bekommst $100 von uns und wir nehmen einen Imbiss und fahren zurück nach Frisco. Nur die Hälfte? Gut, es sind etwa 3/4 der Strecke, also sollst du $150 bekommen. Recht so? Ich übernehme von denen aber nur 50, Gwyneth. Da muss ich noch einen Augenblick drüber. Was zum... Ho, ho, Pocahontas. Wohin ist er verschwunden? Ich weiß es nicht. Es sah aus, als ob er gestürzt wäre und dann war er weg. Wo willst du hin? Wohin wohl? Nach Jim suchen. Er kann nicht einfach verschwunden sein. Aber er ist einfach verschwunden. Jim! James Byrne Watson! Hörst du mich? Jimmy! Er verschwand vor ihren Augen? Am helllichten Tag auf offener Straße. Keine 20 Schritte vor meinen Augen. Und ihm war nicht mehr zu helfen? Nein, wir waren nicht vorbereitet. Ich war nicht vorbereitet. Das ist diesmal anders. Das ist es, Andrew. Nun lassen Sie uns weitermachen, bis Ihre Gattin die Brote bringt. Ihre Frau Mutter lässt uns andernfalls als Müßiggänger dastehen. Tun Mütter das nicht stets? Hey Ma, gönn dir doch eine Pause. Und wenn es nur mir zum Gefallen ist. Es geht schon, Christian. Ich will nur noch diesen Flecken abgehen. Und dann... Aua! Mutter, nein! Schnell! Wo ist das Seil? Aber... Kein Aber, wir müssen schnell handeln. Ich will die Stelle nicht aus dem Blick lassen. Schaffen Sie das Seil her und das Pferd. Und rufen Sie Ihre Frau. Ja, natürlich. Glenda, um Gottes Namen, Glenda, komm schnell! Ethel Ashmore, antworten Sie, geht es Ihnen gut? Mr. Gwyneth, hallo, hier, es geht mir gut, ja, hier. Sehr gut, Sie müssen mir helfen. Sagen Sie mir, wo ich stehe. Ich kann Sie nicht sehen. Ich sehe den alten Kirschbaum, ja, der in welchen der Blitz geschlagen ist. Gut, sehr gut. Ich gehe auf den Baum zu und Sie? Sie sagen mir, wenn Sie mich sehen können. Ja, und Mr. Gwyneth? Was noch? Charles, er ist hier.
Er liegt am Boden. Und er... Dafür ist jetzt keine Zeit, Lem. Versuchen Sie nicht, ihn herauszubringen. Ich komme zu Ihnen hinein mit einem Seil. Ich gehe jetzt auf den Kirschbaum zu. Geht es Ihnen gut? Ist Charles dort? Wir müssen uns konzentrieren. Ja, beide sind dort. Aber wenn wir nur einen Augenblick nicht Acht geben, können beide verloren sein. Oh, gütiger Gott. Christian, gehen Sie mit dem Pferd im Bogen um die Quelle herum. Dorthin, zu dem Kirschbaum. Glenda, Sie ebenfalls. Ich will nicht, dass einer von Ihnen ebenfalls verschwindet. Natürlich. Ethel, sind Sie noch da? Ja. Er lebt. Christian, Glenda, der Junge lebt. Konzentrieren Sie sich. Sagen Sie mir, wann Sie mich sehen können. Und jetzt? Warten Sie. Jetzt. Ja, jetzt, Andrew. Sie stehen direkt mit dem Rücken zu mir. Keine zwei Schritte entfernt. Perfekt. Christian, das Seil, werfen Sie es her. Hier! Danke. Wie besprochen, wenn ich zweimal an dem Seil ziehe, dann holt uns heraus. Nicht vorher. Auf keinen Fall vorher. Judy wird laufen wie noch nie in ihrem Leben. Erst wenn ich das Zeichen gebe. Versprechen Sie es. Ja doch, ich verspreche es. Gott sei mit Ihnen, Mr. Gwinnett. Keine Sorge. Gleich bin ich bei Ihnen. Ethel, ich komme jetzt. Sehen Sie mich immer noch? Gehen Sie einen Schritt nach links. So? Nein, 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 nein. Das andere links. Ist es so besser? Ja. Ja, Sie stehen direkt vor mir. Komm schon, Gwinnett. Los geht's. Er ist verschwunden. Glenda! Andrew! Alles in Ordnung. Mr. Gwinnett, sehen Sie doch nur. Der Junge. Wie geht es Ihnen? Ich weiß es nicht. Er liegt da, als schlafe er, aber seine Augen sind geöffnet. Lassen Sie mich sehen. Er ist ganz warm. Einen Augenblick. Was tun Sie da? Er atmet. Sehen Sie hier. Mein Taschenspiegel beschlägt. Gott sei Dank. Aber was ist mit Ihnen? Es muss dieser Ort sein. Wie ich sagte, dort draußen ist das Nichts. Und es sendet seine Aura hierher. Das Licht? Dort? Ethel, schauen Sie mich an. Schauen Sie nicht dort hinein in das Loch. Schauen Sie mich an. Kommen Sie. Was denn, Mr. Gwinnett? Mutter. Kommen Sie her. Halten Sie ihn. Ja. Oh, Charles. Charles, lieber Junge. Komm her. Lass dich halten. Grandma? Ja, ja, ich bin es. So, nun sind Sie fest aneinander gebunden und Ihr Sohn wird Sie hinausziehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ma'am. Leben Sie wohl. Was meinen Sie mit leben Sie wohl? Andrew, Sie können doch nicht... Hü, Christian, los doch, ziehen Sie! Nein, Andrew, nehmen Sie doch Vernunft an. Das habe ich. Mit Verlaub, das habe ich. Charles! Oh Gott! Charles! Mein Junge! Mein lieber Junge! Andrew, er ist doch dort drinnen! Leben Sie wohl, Familie Ashmore! Ich wünsche Ihnen alles Gute! Jetzt nicht kneifen, Gwinnett! Die Wahrheit ist da draußen. Remember.